Herzlich willkommen hier am Standort in Köln. Ich habe einmal gegoogelt, Länder ohne Einkommensteuer. Platz 1, Cayman Islands, Platz 2, Bahrain, Platz 3, Arabische Emirate, Monaco, Katar, Saudi-Arabien, Bahamas und so weiter und so fort. Und wenn Sie Dienstleister in Deutschland sind und Sie haben Kunden in Deutschland, kann es nicht vielleicht Sinn machen, dass Sie im Ausland eine Limited gründen und die Dienstleistungsrechnung schreiben Sie nicht von Ihrem deutschen Unternehmen an die Kunden, sondern von der ausländischen Limited an den Kunden. Und vielleicht hat die Limited sogar noch ein Bankkonto in Deutschland und der Kunde überweist dann direkt auf das Bankkonto der Limited in Deutschland. Würde das funktionieren? Und Sie werden es kaum glauben, das Gesetz hat sich an dieser Stelle zugunsten der Steuerpflichtigen vereinfacht. Sowas ist mittlerweile durchaus möglich und diese Gesetzesänderung, die schauen wir uns heute einmal an. Herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph Juhn. Ich bin Steuerberater in Köln und unsere Kanzlei hat sich auf das Unternehmenssteuerrecht spezialisiert, insbesondere auf die Besteuerung von Kapitalgesellschaften. Und wir machen in dem Zusammenhang natürlich auch sehr viel Beratung im internationalen Steuerrecht. Unsere Kontaktdaten, die blende ich Ihnen hier einmal an. Wenn Sie sich beraten lassen möchten, rufen Sie gerne einmal an. Und jetzt reden wir mal über die Thematik hier. Das will der Gesetzgeber nicht. Er hat 1972, also zum 01.01.1972, vor 50 Jahren, das sogenannte Außensteuergesetz ins Leben gerufen. Und das Außensteuergesetz hat gesagt, wenn Deutsche im Ausland eine Gesellschaft haben und die ausländische Gesellschaft macht Gewinne, dann akzeptieren wir das nur unter gewissen Voraussetzungen. Und zwar hat die Gesellschaft im Umkehrschluss ein Problem, wenn es sich um eine Gesellschaft im Ausland handelt, wo der Steuersatz unter 25% ist. Ja, das machen wir natürlich, sonst macht das ja alles keinen Sinn. Zweitens haben die Deutschen, die daran beteiligt sind, also mindestens 51% der Stimmrechte. Also alle Deutschen, die daran beteiligt sind, haben zusammen 51% der Stimmrechte. Und außerdem hat die ausländische Gesellschaft passive Einkünfte. Passive Einkünfte. Also Einkünfte, wofür man nicht aktiv arbeiten muss. Den Steuersatz von unter 25%, damit haben wir ein Problem. Wir wollen ja bewusst auf eventuell 0% runter, sonst wäre das ja gar nicht zielführend. Also niedrigen Steuersatz, da mache ich leider einen Haken dran. Wir haben eine Besteuerung von unter 25%. Wir kommen nun in ein Problem. Wenn der blaue Gesellschafter jetzt 100% hat, hat er damit automatisch größer gleich 51%. Das heißt, die Deutschen zusammen haben die Mehrheit der Stimmrechte. Daran muss ich auch einen Haken machen. Und was sind nun passive Einkünfte? Dazu gibt es in Paragraphen 8 des Außensteuergesetzes eine Auflistung von mittlerweile 9 Nummern. Und man sagt, wenn man in dieser Kategorie drin ist, dann hat man aktive Einkünfte und hat man kein Problem. Also wenn ich aktiv vor Ort was produziere, also wenn ich vor Ort ein land- und forstwirtschaftlichen Betrieb habe, ist das gut. Wenn ich Herstellung, Bearbeitung, Verarbeitung von Montage und so weiter an Produkten mache, ist das gut. Wenn ich vor Ort ein Versicherungs- oder Kreditinstitut habe, ist das in Ordnung. Wenn ich vor Ort Handel betreibe, ist das in Ordnung. Und jetzt müssen wir mal reinschauen. In Ordnung, aktiv ist auch die Erbringung von Dienstleistungen. Das hört sich doch super an. Das hört sich doch so an, als hätte ich aktive Einkünfte und damit wäre alles in Ordnung, damit wäre das anerkannt. Aber der Gesetzgeber hat natürlich auch einen Schritt weiter geguckt. Der hat gesagt, Dienstleistungen sind in Ordnung, aber jetzt kommt eine Ausnahme. Soweit nicht die ausländische Gesellschaft für die Dienstleistung sich einem Steuerpflichtigen, der an ihr beteiligt ist, praktisch dessen Hilfe bedient. Ja, aber das ist ja genau unser Fall. Ne? Also im Grunde hat der Blaue, ja für die ausländische Gesellschaft kostenlos gearbeitet und hat dann seine Dienstleistung dem deutschen Kunden in Rechnung gestellt und damit hat der Deutsche, der Limited, geholfen. Und damit greift diese blöde Ausnahme leider und das würde dazu führen, dass ich passive Einkünfte habe, weil die Gesellschaft nicht selbstständig lebensfähig ist und ja, damit wäre das schädlich. Und wo genau ist jetzt die Gesetzesänderung? Die Gesetzesänderung, meine Damen und Herren, die ist hier. Früher stand im Gesetz, dass alle Deutschen zusammen 51% der Stimmrechte haben, dann habe ich ein Problem. Gut, dann haben wir natürlich sehr viel dazu beraten. Wenn du als Deutscher 50% hast und dein spanischer Kollege hat die anderen 50%, ja, so würde das dann funktionieren und das hat man früher in der Tat auch gemacht.
Aber lassen wir uns das mal verfassungsrechtlich überlegen. Wenn ich mit 50% an einer Bahamas-Gesellschaft beteiligt bin und jetzt ist noch ein anderer Spanier oder Italiener daran beteiligt, ist das in Ordnung. Wenn aber ein Deutscher und ein Deutscher beteiligt sind, dann kostet das ganz viele Steuernachzahlungen. Das ist doch verfassungsrechtlich problematisch. Ich habe doch meinen deutschen Mitgesellschafter anders behandelt als einen Ausländer. Ich bevorteile ja auf einmal ausländische Mitgesellschafter. Das kann doch nicht in Ordnung sein. Das Gesetz hat sich zum 01.01.2022 geändert. Und wir haben nun in Paragraphen 7 eine Regelung im Absatz 2. Man redet von Beherrschungen. Eine Beherrschung im Sinne von Absatz 1 liegt vor, wenn dem Steuerpflichtigen alleine oder zusammen mit nahestehenden Personen, also Geschwistern oder verwandten Gesellschaften, also zugehörigen Gesellschaften, anderen Kapitalgesellschaften, am Ende des Wirtschaftsjahres mehr als die Hälfte der Stimmrechte oder mehr als die Hälfte der Anteile am Nennkapital unmittelbar oder mittelbar zugerechnet werden. Oder ein Anspruch auf mehr als die Hälfte des Gewinns oder Liquidationserlös zustehen. Was bedeutet das nun? Sie gehen nun hin und gründen eine ausländische Gesellschaft, nicht mit 100%, sondern genau mit 50% und haben noch einen Mitgesellschafter, ebenfalls mit 50%. Nach neuer Rechtslage muss der gar nicht im Ausland sein, der kann sogar in Deutschland sein. Es darf nur keine nahe Person sein, also keine Ehefrau, kein Ehemann, keine Kinder. Ich würde behaupten, dagegen kann man auch klagen, auch erfolgreich, weil wenn man jetzt sagt, ach, du gründest eine Gesellschaft mit deiner Ehefrau, dann würde das dazu führen, dass sie sich scheiden lassen würden oder erst gar nicht heiraten würden. Wenn das nur die Geliebte ist und sie haben Steuervorteile und wenn es dann zur Ehefrau wird, dann müssen sie auf einmal Steuern nachzahlen. Ja? In ähnlichen Fall hat der Gesetzgeber schon zu § 32 DORA ESDG geschrieben. Da stand das in der Tat auch mit nahestehenden Personen drin. Und da hat der BFH in drei Urteilen, hat damals der Bund der Steuerzahler geführt vom BFH. Und im April, Mai 2014 hat der BFH in zwei Urteilen entschieden, dass dieses Wort nahestehend eigentlich gar nicht im Gesetz stehen darf. Ja? Also hier steht es wieder, aber dagegen könnte man auch fast vorgehen. Und ja, machen Sie 50-50. Und dann können Sie sogar noch hingehen und können hier eventuell Teilbereich 1 und Teilbereich 2 positionieren und sagen, der eine Gesellschafter soll die Gewinne aus Teilbereich 1 und der andere Gesellschafter aus Teilbereich 2 bekommen. Und der Gesellschafter hat die Stimmrechte für Teilbereich 1 und der Gesellschafter für Teilbereich 2. Da fängt schon an, kritisch zu werden. Aber über diese Gedanken könnte man ganz grob nachdenken, weil hier steht drin, dass er nicht mehr als 50% am Nennkapital haben darf. Hier steht aber auch drin, er darf nicht mehr als 50% der Stimmrechte haben und nicht mehr als 50% der Gewinne. Interessante Gesetzesänderung. Ausnahmsweise nach nun 50 Jahren, wie das Gesetz eingeführt wurde, eine Änderung zugunsten des Steuerpflichtigen. Mich würde sehr interessieren, was Sie darüber denken. Schreiben Sie mir das doch einmal hier in die Kommentare und geben Sie dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonnieren Sie den Kanal und aktivieren Sie auch die Glocke. Ich würde mich sehr freuen. Wenn Sie Fragen zum Thema internationale Steuergestaltung haben, dazu beraten wir in der Kanzlei natürlich sehr viel. Blende ich Ihnen hier einmal unsere Kontaktdaten an, rufen Sie bei uns in der Kanzlei doch sehr gerne einmal an.